Was macht den Beruf des Akustikers aus? Moin und herzlich willkommen bei Langer Hörgeräte, dem Fitnessstudio für Ihre Ohren. Der Beruf des Hörgeräteakustikers ist relativ selten. Wir sind ein überschaubares Völkchen mit ca. 700 abgeschlossenen Berufsausbildungen im Jahr in Deutschland. Zum Vergleich, im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege zum Beispiel starten jedes Jahr 20.000 Menschen ins Berufsleben. Wenn man mich vor nun fast 20 Jahren, als ich mit der Ausbildung zum Akustiker begonnen habe, gefragt hätte, was ein Akustiker eigentlich so macht den ganzen Tag, dann hätte ich gesagt, so Hörgeräte verkaufen und reparieren, schätze ich mal. Das ist grundsätzlich schon mal richtig, aber noch längst nicht alles. Man mag es kaum glauben, aber wir Akustiker sind Handwerker. Früher war ein großer Teil unseres Berufs mit handwerklichen Tätigkeiten ausgefüllt, wie das Abformen der Ohren, das Fräsen der Ohrstücke und das eigenständige Reparieren von Hörgeräten. Heute davon übrig geblieben ist das Abformen der Ohren, was aber auch gerade schon digitalisiert wird. Gefräst wird nur noch, um Korrekturen an 3D-gedruckten Ohrstücken zu machen, und repariert wird aufgrund der Digitaltechnik mit ihren winzigen und sehr empfindlichen Bauteilen nur noch beim Hersteller. Einen riesengroßen Teil des Akustikerlebens nimmt der Kontakt mit Kunden ein. Wir beraten, machen Anpasstermine und manchmal sind wir auch einfach nur da, weil sonst keiner da ist, dem man von seinem Tag erzählen kann. Genauso wichtig ist unser technisches Know-how und der Umgang mit Computern. Moderne Hörgeräte sind voll digital und werden mit Hilfe von Funkschnittstellen am Computer programmiert. Das System gibt zwar Hilfestellungen bei der Einstellung der Geräte, aber man muss schon genau wissen, was man dort tut, denn man arbeitet mit einem der Sinne des Kunden und schafft Lebensqualität. Wir sind also Verkäufer, Techniker, Handwerker, Seelsorger und manchmal auch Psychologe. Wenn du Interesse an einer Ausbildung zum Hörakustiker hast, dann bewirb dich bei uns unter bewerbung@langerhörgeräte und sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Ich hoffe, dieses Video war informativ und hat gefallen. Wenn dem so ist, dann kommentieren, liken, Glocke drücken und natürlich da oben das Abo dalassen. Und hier unten gibt es noch ein paar andere Videos von uns. Das war's von mir für heute. Ich bin raus und sage, bleiben Sie hörfit.